Im Osten der Ukraine rückt die russische Armee weiter vor. Mehrere Dörfer in der Region Charkiw seien erobert worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Auch an anderen Orten werde erbittert gekämpft, sagte Präsident Volodymyr Selenskyj. Mehrere ukrainische Ortschaften mussten evakuiert werden. Unsere Aufgabe ist klar, wir müssen dem Besatzer so hohe Verluste wie möglich zufügen. Besonders bei der Stadt Wowchansk ist die Lage sehr angespannt. Die Stadt wird permanent von den Russen beschossen. Unsere Armee verübt Gegenangriffe und die Einwohner der Stadt erhalten Hilfe. Unterdessen setzt auch die Ukraine ihre Angriffe fort. In der russischen Stadt Belgorod zerstörte eine abgefangene ukrainische Rakete einen Wohnblock. Dabei sei mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, 20 weitere seien verletzt worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Auch ein Lager für Treibstoff und ein Umspannwerk in der Region wurden offenbar getroffen. Die russische Armee hatte am Freitag eine neue Offensive gestartet. Die ukrainische Armee steht unter starkem Druck, zumal es an Soldaten, an Waffen und an Munition fehlt. Westliche Länder haben zwar Nachschublieferungen angekündigt, an der Front sind sie jedoch noch nicht angekommen.